Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends Pack Opening. 50 Packs an der Zahl habe ich mir zusammen erspielt, die möchte ich mit euch gemeinsam jetzt öffnen. Lasst euch mal überraschen, ob ich endlich nach locker über 400 Packs endlich mein erstes Erbstück ziehe. Ich hatte bisher immer Pech. Und in diesem Video möchte ich erstmalig mal meinen Abonnenten danken. In Schriftform lasse ich das jetzt hier wie so ein Filmabspann durchlaufen. Alle Namen, die Kanalmitglied bei mir sind oder regelmäßig in Livestreams in die Tasche greifen und mir fleißig spenden, donaten, nennt's wie ihr wollt. Das möchte ich jetzt aller paar Monate möchte ich das auf jeden Fall mal machen. Und mit einem kleinen Augenzwinkern, wer an dieser Liste mal landen will, der weiß sicherlich, was er zu tun hat. Das als Nebenbei-Bemerkung. Und sollte der ein oder andere Name vielleicht in dieser Liste fehlen und sich hier jemand in Anführungszeichen gemobbt fühlen, weil ich es vergessen habe, dann tut es mir leid, die Liste ist nämlich gar nicht so klein, was ich wirklich sehr, sehr zu schätzen weiß. Das soll es jetzt von mir gewesen sein. Ich wünsche euch viel Spaß bei dem Pack-Opening und wie immer lasst einen Daumen für das Video da und ein Abo, wenn ihr neu seid, wenn ihr keine weiteren Apex Legends Tipps und Tricks, Informationsvideo und so weiter von mir verpassen wollt. Viel Spaß. So, Feuer frei. Nicht. Nicht. Na, da haben wir doch was Legendäres. Oh. Der ist geil, den rüsten wir aus, auch wenn ich sie selten spiele, die Elster. Bin jetzt übrigens bei ungefähr 400 Packs, die ich geöffnet habe. Plus minus 50 vielleicht. Also die Wahrscheinlichkeit ist eigentlich nicht gering gerade, dass ich jetzt hier endlich mal ein Erbstück bekomme. Oh, noch was Legendäres. Wer das übrigens nicht weiß, innerhalb von 500 Packs soll garantiert sein, dass mindestens einmal, oh, der ist nice, der wird ausgerüstet, dass mindestens unter 500 Packs ein Erbstück dabei sein soll. So, da haben wir was Episches. Naja, okay. Lassen wir mal unkommentiert. Okay. Ihr könnt euch natürlich gerne mal in den Kommentaren auslassen, für die, die es interessiert oder die sich äußern möchten, welches euer Favorite Erbstück ist. Was ihr euch... Oh, der Skin ist ja richtig edel. Den machen wir doch gleich mal rein. Welches euer Favorite Erbstück ist, wenn ihr es noch nicht habt, welches ihr gerne ziehen möchtet. Also ich hoffe auf das Messer von Wraith oder die Boxhandschuhe von Pathfinder. Ich finde zwar auch das Erbstück von Bloodhound geil, aber den spiele ich halt sehr, sehr selten. Ich kenne mein Glück, ich habe wieder nur Nieten. Zumindest was das Erbstück betrifft. Wie ich einfach nie Glück habe bei sowas. Kaum sage ich, es ist was Legendäres dabei. Okay.
Aber übrigens, mein Stammmate Schweini, der hat mittlerweile aus sämtlichen Packs, die er so geöffnet hat, alle legendären Skins für die Mosambik schon gezogen. Also wenn der nicht ein Opfer ist, dann weiß ich es auch nicht. Ah, der sieht eigentlich auch nicht schlecht aus. Den finde ich fast so noch geiler, aber... Ich mach den rein, der gefällt mir irgendwie besser als der legendäre. Komm schon, das Glück muss auf meiner Seite endlich mal sein. Das kann doch nicht wahr sein. Noch 25, komm, die Hälfte. Noch 19. Ich sehe es schon, es will nicht. Das sieht geil aus. Mach mal rein. Komm, noch 12. Das Ding ist, wenn ich jetzt kurz vor 500 Packs pin, pin mit P, genau, kann man sich überhaupt noch freuen, wenn man dann sowieso weiß, es kommt jetzt sowieso gleich ein Erbstück. Die Überraschung ist doch eigentlich groß, wenn man es relativ zeitnah einfach zufällig zieht. Aber wenn man schon fast bei 500 Packs ist, ist das echt mega frustrierend, finde ich. Noch 8. Ey, komm, bitte. Es müsste einen Counter geben, wie viele Packs man schon geöffnet hat. Damit man sich so richtig vor Augen halten kann, wie viel Pech man hat. Noch 4. Naja, wenigstens noch was Legendäres. What? Nee, gefällt mir nicht. Roller Skin kann man haben, muss man nicht. Letztes Pack. Alter, ohne Scheiß, da fällt mir nichts zu. Ein. Wie viel Pech muss man haben? Also ungefähr 400, 450 Packs sind jetzt plus minus. Es waren zwar zwei, drei geile Sachen dabei, aber das war es auch schon wieder. Ich habe einfach kein Glück mit diesen Pack-Openings. Okay, soll es schon wieder gewesen sein. Ich hoffe, ich konnte euch ein wenig unterhalten mit diesen klitzekleinen 50 Packs. Pack-Opening kurz vor Season 4. Wenn Season 4 startet, wird es natürlich wieder ein Pack-Opening geben, aber ich denke, da lasse ich mir noch ein bisschen Zeit. Ich schaue mal, ob ich ein bisschen Geld investiere oder
mir wieder 50 Packs erspiele. Das wird dann aber bis Level 300 dauern. Also habt noch ein bisschen Geduld. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag. Lasst dem Video wie immer einen Daumen nach oben da. Ein Abo, wenn ihr neu seid. Dann gibt es wieder irgendwelche Tipps und Tricks, Livestreams oder Informationsvideos, die sehr, sehr gut ankommen. Ich hoffe, da seid ihr bei mir. Also ich hoffe, ihr seid dabei am Start. Meine Fresse, jetzt fange ich noch an, mich zu verquatschen. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.